Ich bin wieder zurück mit einem neuen Video und zwar habe ich heute an diesem wunderschönen 2. Juli den Happy Birthday Sale von Purish für euch. Ich wollte euch jetzt mal die ganzen Kracher-Angebote zeigen und natürlich auch, wie dieser mega krasse, wunderschöne Make-up-Look entstanden ist. Und ich habe hier so viele coole Deals. Wir haben bei der einen Kategorie bis zu 30% und das krasseste sind bis zu 70% auf einige Produkte und Marken. Ich glaube, es wird euch aus den Socken hauen. Purish wird auf jeden Fall 4 Jahre alt und das ist natürlich ein Grund zum Feiern, denn ohne Purish wären wir alle nicht hier, wo wir gerade stehen und würden natürlich auch nicht reinklicken. Es ist mein liebster Online-Beauty-Retailer für die ganzen außergewöhnlichen Marken und wir haben hier natürlich auch sehr teure Produkte dabei, deswegen lohnt es sich dann immer besonders auf solche Rabattaktionen zu warten. Mit meinem Code KATJA10 könnt ihr nochmal zusätzlich 10% auf die bereits reduzierten Sachen sparen. Werde ich aber auch die Links unten schon so reinpacken, wenn es klappt, dass der Code dann schon automatisch mit drin ist. Falls es aber nicht sein sollte, dann einfach KATJA10 noch mal zusätzlich eingeben. Und wie gesagt, dann habt ihr sogar 80% auf manche Sachen, was echt krass ist. Es beginnt jetzt am 2. Juli um 18 Uhr, also genau jetzt, wenn dieses Video auch online geht. Der Code geht auf jeden Fall bis zum 16. Juli um 23.59 Uhr. Bei mir hat gerade die Post geklingelt. Ich muss erstmal Luft holen. So viele Stockwerke. Und wie gesagt, dann halt eben nochmal 10% mit meinem Rabattcode oben drauf. Und wie gesagt, alle Links findet ihr unten, sogar in Kategorien unterteilt. Also es gibt Haircare, Skincare, Tanning und Make-up. Und ja, das finde ich richtig cool. Und weil ich halt auch eben Skincare mit dabei habe und ich von Purish tatsächlich noch nie Skincare wirklich ausprobiert habe, habe ich gefragt, ob ich auch ein paar Skincare-Sachen zugeschickt bekommen kann. Allerdings muss ich sagen, ich habe die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getestet, weil das Paket erst gestern ankam. Deswegen keine Ahnung, ob sie gut sind, aber ihr werdet die Marken kennen. Also alles, was ich euch jetzt zeige, müsste mit dabei sein, außer 2 Produkten. Und zwar sind das die beiden, die ich noch zusätzlich mitgeschickt bekommen habe. Also zumindest war mir jetzt auf der Liste und auf dem Link, den ich zum jetzigen Zeitpunkt da habe, nicht ersichtlich, dass die beiden hier mit drin wären. Was aber jetzt auch nicht arg schlimm ist, dafür kann ich euch trotzdem noch 5 oder 6 andere Skincare-Produkte zeigen. Und zwar die beiden noch von Transparent Lab. Und zwar einmal dieses Barrier Restoring Hydrating Cream und ein Ceramide Repair Moisturizer. Muss ich halt wie gesagt ausprobieren, aber darauf gibt es bis zu 30%. Und dann habe ich hier noch von der Marke Geek & Gorgeous diese 3 Produkte zugeschickt bekommen. Können wir mal bitte darüber reden, dass ich das Stressless wirklich gebrauchen kann? Da hat die liebe Jenny vom Purish Team wirklich gut mitgedacht, denn sie weiß ja auch, dass ich 2 Kinder habe und sie wird wohl gedacht haben, diese arme, verzweifelte Mutter, die kann sowas gebrauchen und wie soll ich sagen, ja, du hast recht gehabt. Also ich bin sehr froh, vielen Dank nochmal, dass das auch geklappt hat, dass ich mal wirklich auch Skincare ausprobieren kann. Es sind auf jeden Fall coole Sachen, ich freue mich sehr drauf, meine Skincare-Routine wieder umzustellen, denn ich war tatsächlich in letzter Zeit sehr unzufrieden, hat aber jetzt nichts mit den Produkten zu tun, die ich benutzt hatte, sondern ich bin einfach ein Mensch, der gerne wechselt. Ich kann nicht länger als 4 Wochen die gleichen Skincare-Produkte benutzen und die Sachen, die ich dann halt da habe, mische ich halt immer. Also ich hatte ja auch vor langer Zeit mal Werbung für gewisse Produkte gemacht und die finde ich halt immer noch gut, aber ich benutze sie halt nicht die ganze Zeit durchgehend am Stück, sondern ich benutze halt mal das, dann mal das, das, worauf ich halt Bock habe und so wird es halt bei diesen Produkten auch sein. Dann habe ich noch eine Sache von den Skincare-Sachen bekommen und zwar von Paula's Choice ein Exfoliate 2% BHA Liquid. Ich weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert, aber die Verpackung sieht so super edel aus. Das gefällt mir richtig gut. Und hier steht auch, dass man das aufs ganze Gesicht mit einem Wattepad oder mit den Fingern aufträgt. Und ich bin mir nicht sicher. Also man soll es nicht abspülen. Keine Ahnung, ob das sowas wie ein Toner ist, aber ich kann das jetzt gerade nicht lesen. Wenn ihr eine Ahnung habt, dann schreibt mir, denn ich bin absolut gar nicht in diesem Skincare-Game mit drin. Skincare ist halt tatsächlich auch nicht so meine Leidenschaft, sondern eher Make-up. Ich wäre auf jeden Fall sehr froh, wenn ihr mir dabei behilflich seid. Und dann machen wir weiter mit den Sachen, wo es bis zu 30% drauf gibt. Und da machen wir dann gleich mal den Anfang mit den ganzen Produkten, die ich heute auch tatsächlich benutzt habe. Und zwar hatte ich gestartet mit 2 Primern. Das ist eine Marke, die ich noch gar nicht kannte und ich finde den Primer richtig cool. Ihr werdet es dann auch im Einspieler gleich sehen, wie ich den benutze. Genauso wie den Angel Aura Primer, der ist echt cool. Auch auf den gibt es dann eben bis zu 30%. Dann habe ich diese Foundation hier benutzt, die Skin Realist, und diesen Concealer. Bei dem bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das 30% oder bis zu 70% waren. Als Lidschattenbase ist die hier gerade reduziert. Dann haben wir auch gleich noch einige Lippenprodukte, aber ich zeige euch vorher noch ein paar Face-Produkte. Und zwar sind diese Schätzchen hier von Nabla alle reduziert auf bis zu 30%. Also einfach diese ganzen Skin Glazing Sachen liebe ich sehr. Ich habe jetzt alles außer dem Bronzer hier benutzt, denn
bisschen von Bronzer her, habe ich dieses neue Schätzchen hier benutzt. Auch darauf soll es bis zu 30% geben. Auch richtig cool. Ich habe den jetzt erst zugeschickt bekommen. Ich kannte den noch nicht. Also nach dem Release habe ich ihn nicht direkt bekommen gehabt und bin deswegen umso froher, dass es jetzt geklappt hat. Dann ist noch die Vicious Mascara zum Beispiel mit bis zu 30% reduziert. Die hat ja auch ein super cooles Köpfchen. Hat jetzt bei mir im Video nicht so gut funktioniert, weil meine Wimpern so voller Wimpernkleber waren. Aber die funktioniert eigentlich generell immer sehr gut bei mir. Dann noch zum Beispiel diese beiden Eyeliner-Paletten. Mag ich auch sehr gerne. Ich liebe alles von Suva Beauty und ich lasse mir auch immer direkt die neuesten Eyeliner-Paletten zuschicken, wenn es möglich ist, weil ich diese Sachen wirklich liebe. Bin auch sehr froh, dass es mit dabei ist. Also das wäre auch eine sehr große Empfehlung. Generell die Sachen, die ich euch jetzt hier zeige, zeige ich euch nicht nur, weil sie jetzt gerade im Sale sind, sondern auch, weil sie mir gefallen, sonst wären sie auch nicht mehr in meiner Schminksammlung. Dann haben wir hier natürlich auch noch einige Lidschattenpaletten, die mit dabei sind. Und zwar zum einen die LH Cosmetics Bomber Palette, auch mit bis zu 30%. Eine wunderschöne Palette, dazu gab es auch schon einige Kurzvideos von mir. Die Shimmer Saga Palette, also da bin ich so froh, dass ich die jetzt habe, weil auf die würde ich echt nicht mehr verzichten wollen. Ich habe immer gedacht, es wäre voll unnötig, die da zu haben, weil es halt nur Schimmertöne sind. Aber ganz ehrlich, es ist mega geil, mit der zu arbeiten. Und ihr seht ja auch den Schimmer bei mir im unteren Wimpernkranz. Ich bin sehr zufrieden. Dann habe ich ja heute die Evergreen Palette benutzt. Ein großes Schätzchen bin ich absolut in love with, weil die einfach so schön ist. Also ich meine, die rote hat mich schon echt gecatcht. Und das, obwohl rote Lidschatten gar nicht mein Fall sind. Leider ist jetzt nur die Evergreen, also diese grüne hier mit drin. Aber die ist qualitativ wirklich next level. Genauso aber auch wie die Interstellar Palette, die ist ja auch mit drin. Also sorry, aber diese Palette ist auch qualitativ mega. Also gerade die Schimmertöne sind der Wahnsinn. Dann hat man halt hier auch noch so eine riesige Auswahl an diesen dunklen, schwarzen und grauen Tönen. Ich bin absolut begeistert. Also es sind so viele gute Produkte mit dabei, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich weitermachen soll. Ja. Auch mit bis zu 30% diese Nabla Lip Sharper. Das sind die 6 einzigen, die ich da habe. Super gut, sehr cremig, sehr schön. Habe ich auch heute verwendet. Und dann eben noch diesen Jelly Lipstick von Nabla, der ist auch mit drin. Und dieses Lipgloss-Produkt von LH Cosmetics, was ja auch mit in der Box von Maxime mit drin war. Die eine Box, die ich euch als Short gezeigt hatte, diese Magic Catrice Box, ist auch reduziert mit bis zu 30%. Das heißt, ihr kriegt nochmal die mega, mega günstig und nochmal zusätzlich 10% mit meinem Rabattcode. Das heißt, ihr kriegt die Produkte fast hinterhergeschmissen, wenn wir ehrlich sind. Weil vor allem in dieser Box sind ja wirklich so viele Produkte mit drin. Ich glaube, es waren 6 Stück, wenn ich mich nicht täusche. Und die bekommt ihr dann halt wirklich super günstig. Dann mit bis zu 70% ist der Brow Ambition, allerdings in der Farbe Black Brown. Der hier ist die Farbe Natural Brown, der ist nicht mit drin. Aber für diejenigen, die halt eben schwarze Augenbrauen haben, wäre das eine Option. Dann haben wir diese 3 Cupid Arrow Farben von Nabla mit bis zu 70%. Die sind so, so toll. Damit kann man auch im Sommer vor allem sehr viel schminken. Den hatte ich euch auch mal in Action gezeigt in einem Kurzvideo. Dann haben wir hier noch diese beiden Danessa Myricks Produkte. Das sind ja diese Pencils, wo es auch in der Maxim-Box gab. Ich habe ja damals die Farbe Bronzite gezogen. Dann habe ich mir jetzt für das heutige Video diese Farbe hier nachschicken lassen und bin damit viel zufriedener. Habe ich auch hier unten aufgegeben. Sieht man durch das Schimmer jetzt aber nicht mehr arg. Super tolle Produkte, bin ich sehr froh drüber, die hier in meiner Schminksammlung jetzt zu haben. Und dann kommen wir zu den, ja, 4 letzten Paletten, die ich euch heute noch zeigen will, die auch mit bis zu 70% reduziert sind. Und zwar einmal die hier, die war auch in der Maxim-Box mit drin. Das ist die Pro Slim Desert Romance Slim Eyeshadow Palette. So sehen die Farben aus. Mega, mega cool. Die ist so wunderschön. Und man kann damit auf jeden Fall super tolle Sommerlooks schminken. Man muss halt eben gucken, ob einem die Farben zusagen. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Dann ist auch tatsächlich die Maxim Palette in Zusammenarbeit mit Catrice um 70% reduziert, was ich echt krass finde eigentlich, weil die Palette ist so schön. Ich finde es voll heftig, wie krass die ganzen Sachen jetzt reduziert sind. Ich weiß übrigens nicht, ob ich euch heute schon mein Setting Spray gezeigt hatte. Das ist ja von Ofra, das Setting Spray, das Doige. Das war auch in der Box mit drin, das ist tatsächlich jetzt auch reduziert. Und dann haben wir noch von BH Cosmetics, sind leider die 2 einzigen, die ich jetzt daheim habe, die Los Angeles Palette und die Hängen in Hawaii Palette. Da ist das Problem, ich glaube, ich habe hiervon noch die alte Version, ich glaube, es gibt eine mit einem neuen Packaging. Ich bin mir aber nicht sicher. Dennoch müssten das, glaube ich, die gleichen Farben geblieben sein, also eine sehr neutrale Palette. Und das hier ist ja so eine richtig schöne
Pastellpalette, wo auch wieder perfekt für den Sommer ist. Wirklich krass mit bis zu 70%. Gut, und dann noch die letzten paar Marken, wo ich euch jetzt nichts extra noch mit ausgepackt habe, werde ich aber hier nochmal erwähnen. Bis zu 70% gibt es außerdem noch auf Love Cosmetics, was ja eine Marke ist, die es gar nicht mehr gibt. Also deckt euch wirklich gut mit euren letzten Lieblingen ein, denn ich weiß nicht, inwiefern die Sachen dann noch erhältlich sind, wenn die jetzt halt ausverkauft werden. Natürlich auch LA Girl komplett bis zu 70%, Jeffree Star und generell auch eben alle Produkte aus der Catrice X Maxime Kollektion. Also ich schätze mal, die Face Palette und der Lip Gloss oder Lip Glaze sind auch mit dabei. Wirklich sehr, sehr krass. Also wir haben hier ein richtig cooles Geburtstagsspecial und ich freue mich sehr, ein Teil dieses Geburtstages von Pirsch zu sein. Herzlichen Glückwunsch an Pirsch und an das Team. Ich freue mich so, so sehr. Ich hoffe noch auf viele weitere gemeinsame Jahre und auf ein ganz, ganz langes Bestehen dieses super tollen Online-Retailers. Ich blende euch jetzt dann direkt den schönen Look ein, den ich hiermit geschminkt habe. Also wenn ihr daran Interesse habt, bleibt dran zu sehen, wie ich die Produkte hier in Action verwende. Falls ihr keine Lust drauf habt, könnt ihr an dieser Stelle das Video abschalten, weil ihr habt ja jetzt eigentlich alle Infos, die ihr für diesen Geburtstagssale benötigt. Ansonsten eben diese Look-Inspiration und dann geht's jetzt damit weiter. So, dann würde ich auch sagen, wir fangen dann direkt mal an. Wie ihr sehen könnt, bin ich ungeschminkt und natürlich drehe ich diesen Part vor dem Intro und vor dem Outro. Ich wollte euch jetzt einfach mal durch meine ganze Make-up-Routine von heute mitnehmen und ich habe mich jetzt wirklich darauf konzentriert, euch Produkte zu zeigen, die jetzt wirklich auch bei Pirsch reduziert sein werden. Und dann würde ich einfach sagen, wir starten mit Primer und da möchte ich zwei verschiedene mit euch ausprobieren, denn zum einen ist der Angel Aura Primer bis zu 30% reduziert. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, weiß ich leider noch nicht so ganz recht, wie viel es tatsächlich sein werden. Das ist die Konsistenz und den gebe ich mir natürlich jetzt erstmal auf. Ich habe auch viel zu viel genommen, denn ich möchte euch erstmal nur eine Gesichtshälfte zeigen. Ich bin auch ehrlich gesagt wirklich froh, dass ich mal wieder dazu komme, den zu benutzen, weil ich hatte den schon echt ewig nicht mehr benutzt. Das hier ist die eine Gesichtshälfte und wie ihr sehen könnt, hinterlässt es einen Glow, aber es ist natürlich jetzt auch noch nass, also da müsste man mal ganz kurz warten, bis es wirklich eingezogen ist. Andere ist eine Marke, die war mir tatsächlich unbekannt. Ich fand aber den Primer so spannend, dass ich ihn euch unbedingt zeigen wollte. Und zwar heißt die Marke Super Facialist und ich habe gesehen, es gibt auch unter der Kategorie oder unter dem Link zu der ganzen Skincare sehr viele Produkte von dieser Marke. Und ihr kennt es auch schon auf dem Packaging, dass es wirklich ein sehr besonderes Produkt ist. Aber auch generell muss ich sagen, die Verpackung ist echt super schön mit diesen ganzen Pastelltönen. Also ich finde, es wirkt schon auch dem Produkt entsprechend. So sieht das Produkt aus, wenn man es rausholt. Ich finde es sowas von cool. Also dieses ganze Bunte und das Aufgezwirbelte da drin finde ich so toll. Jetzt pumpen wir das mal raus. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt rauskommt. Oh, cool. Also es kommt tatsächlich bunt raus, wenn ihr das sehen könnt. Das finde ich richtig, richtig cool. Oh ja, dazu werden auf jeden Fall einige Reels folgen. Und ich gebe das jetzt gerade mal auf. Dieser Primer verspricht übrigens, dass der grüne Ton natürlich die Röte im Gesicht reduzieren soll. Also generell soll einfach der Primer korrigieren und Feuchtigkeit spenden. Das steht hier auch drauf in dieser pinken Bubble. Macht zumindest auch den Hautton gerade etwas heller. Aber es hat natürlich jetzt keine extra Pigmente oder so mit drin. Und das ist tatsächlich eins der wenigen Produkte, wo ich nicht kenne. Ich finde es cool, vor allem weil es so schön matt ist. Also im Vergleich zur anderen Seite. Wenn ich das jetzt so generell direkt nebeneinander vergleiche, muss ich echt sagen, mir ist das von Nabla echt zu viel. Vor allem für den Sommer. Ich finde, das sieht aus, als würde ich ganz doll schwitzen. Also da finde ich das hier viel besser. Es hat sich jetzt auch generell auf der Haut viel pflegender und schöner angefühlt. Also ich glaube auch einfach, dass diese Marke sehr gut darin ist oder auch geübt darin ist, gute Hautpflege zu machen, wenn sie schon auch so viele andere Hautpflegeprodukte rausgebracht haben. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Produkt und zwar wäre das dann die Nabla Skin Realist Foundation und ich sag euch, ich habe die schon so oft benutzt und gefühlt wird die niemals leer. Ich bin ja immer noch nur bei einem aufgebrauchten Drittel, was echt heftig ist. So sieht die Foundation aus und ich habe mir jetzt mal ganz kurz die Haare ein bisschen aus dem Gesicht gemacht, weil sonst sind meine blonden Haare am Ende mit Foundation voll. Ich gebe heute diese Foundation auf beide Seiten auf, denn ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nur gesehen, dass diese Foundation reduziert ist und selbst wenn noch eine andere reduziert sein sollte, hätte ich sie nicht da. Sowieso ist es eine meiner liebsten Pirsch Foundations, also selbst wenn es noch andere geben würde, fände ich die tatsächlich am besten. Also für meinen Hauttypen ist sie tatsächlich relativ deckend. Ich weiß, dass viele andere gesagt hatten, bei denen kommt es eher raus wie so eine leichte Deckkraft. Also bei mir ist es tatsächlich schon eher medium. Keine Ahnung, woran das ehrlich gesagt liegt, dass es bei dem einen so rauskommt und bei dem anderen anders, aber ich finde die echt gut. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen Unterschied sehen könnt, aber
Ich vermute mal nicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall trotzdem noch mal mit einem Schwämmchen drüber. Generell würde ich aber jetzt sagen, wo die Foundation drauf ist, ist es jetzt kein Riesenunterschied. Also man merkt jetzt nicht, dass ich irgendwas anders gemacht habe. Nur wenn man wirklich ganz pingelig hinguckt, aber das tut ja hoffentlich keiner. Außer ihr natürlich. Die ist natürlich auch unter der Kategorie bis zu 30%. Ich würde dann sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar wäre das dann tatsächlich das Setting Spray, weil ich möchte mein Gesicht trotzdem noch mal mit dem Schwamm abarbeiten. Und da habe ich das Rodeo Drive Make-up Fixer. Das ist auch in der Kategorie bis zu 30%. Und damit sprühe ich jetzt einfach gerade den gleichen Schwamm ein. Und es hat natürlich Schimmerpartikel mit drin. Also mein Look wird heute relativ glowy. Und das ist es. Also ich mag das auch ganz gerne. Ich habe das in einer sehr, sehr großen Größe da. Ich muss so sagen, ich werde das niemals aufgebraucht bekommen. Auch weil ich einfach eher der matte Typ bin. Deswegen, ja, müsst ihr halt einfach wissen, auf was ihr mehr steht persönlich. Weil ich würde mir tatsächlich nicht so ein glowiges Setting Spray nochmal generell holen. Außer es ist jetzt eins, was ich wirklich sehr ansprechend finde. Und im Winter finde ich es ja auch gut. Nur im Sommer finde ich halt, es wirkt sehr schnell, als hätte man geschwitzt. Jetzt sette ich ganz kurz mein Gesicht. Allerdings ist das Puder nicht in der Aktion mit drin. Es ist ja noch von Nabla und es gibt es auch bei Pirsch. Das habe ich damals doch, bevor die Kooperation entstanden ist, selber gekauft gehabt. Und zwar ist es das Close-Up Smoothening Breast Powder. Das mag ich sehr gerne. Man kann auch, glaube ich, sehen, dass ich das schon echt gut abgenutzt habe. Also mir gefällt das generell sehr gut. Ich benutze es jetzt halt eben, weil ich meines Erachtens nach kein Setting-Puder gesehen habe, beziehungsweise es gab in irgendeiner Kategorie ein einziges Setting-Puder, aber natürlich hatte ich ausgerechnet das nicht da. Und jetzt bin ich auch schon endlich wieder matt, so wie ich es liebe. Was ich auch allgemein vergessen habe, ist mein Lidschattenlook vorher zu machen. Das war natürlich ein blöder Fehler, aber was soll. Wir machen weiter mit der Lidschattenbase und da ist jetzt auch bei den 30% die Dominique Cosmetics Everlasting Eye Base. Die werden wir natürlich heute auch benutzen und beziehungsweise auch gleich jetzt. Ich mag die auch sehr gerne. Also ich benutze sie auch so generell sehr gerne im Alltag. Ich finde halt die Lidschatten haften sehr gut dran. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Haltbarkeit so krass gut ist. Also es macht jetzt nicht, dass die Lidschatten den ganzen Tag unbedingt an Ort und Stelle bleiben. Aber das mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich sehr oft einfach auch zu viel von diesem Produkt nehme. Ich mache auch heute einen relativ simplen Look. Denn wie ich wahrscheinlich hoffentlich am Anfang gesagt habe, habe ich heute ein Kindergartenfest. Und ich will nicht, dass die anderen Mütter von mir denken, ich sei irgendwie, naja, so wie ich halt eben bin. Ich meine, das sagt schon alles mit den zwei Hälften auf dem Kopf. Allein deswegen werde ich schon immer sehr ganz toll angeguckt. Also von allen Paletten, die ich euch ja hoffentlich alle vorhin gezeigt habe, finde ich natürlich am geilsten die Interstellar Palette. Ich habe mich jetzt auch noch zu diesem jetzigen Zeitpunkt gar nicht entschieden, welche Palette ich heute benutzen soll mit euch. Aber das hier ist mit Abstand die geilste. Also die benutze ich auch mega oft für irgendwelche kreativen Looks. Ich benutze sie auch im Alltag sehr gerne. Die lag eine sehr lange Zeit lang auch so auf meinem Schreibtisch rum, weil ich ja jeden Tag so ein bisschen zu ihr greifen wollte. Aber gerade deshalb würde ich gerne eine benutzen, wo meiner Meinung nach interessanter ist. Und zwar ist es von Lethal Cosmetics die Evergreen Palette. Ich liebe diese Palette abgöttisch. Und ich weiß auch noch gar nicht, was ich heute Abend anziehe. Doch ich glaube, ich ziehe heute Abend so eine Leopardenbluse an. Ich hoffe einfach, das passt dann dazu. Also man hat hier auch relativ tolle Töne. Hier ist auch ein Braunton mit drin. Ich möchte dennoch so ein bisschen in dieses etwas grünlichere abdriften. Und ja, ich denke, ich benutze diese Palette. Ich habe sie euch auch, glaube ich, noch gar nicht in einem Video gezeigt, sondern nur in einem Short. Sonst wäre ja eben nur noch die hier zur Auswahl von den unter 30% und das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Was ich aber dann auch noch gerne zusätzlich machen wollen würde, weil ich diese Palette jetzt neu da habe, ist tatsächlich dann wahrscheinlich auf einen Schimmer von Lethal zu verzichten und dann auf diese LH Cosmetics Palette zurückzugreifen. Die heißt ja Shimmer Saga Palette. Und die hat ein richtig schönes Packaging. Das finde ich so, so toll. Und dann halt eben diese Töne. Wir gucken mal, wie wir es gleich hinkriegen. Entweder ich greife dann auf eine dieser Töne zurück oder ich gebe mir das einfach nur in den Innenwinkel oder so. Wir gucken dann einfach gleich mal. Ich mache übrigens im Nachhinein erst Concealer drauf, weil ich weiß ganz genau, wie das hier mit Fallout aussieht. Und ich werde mir jetzt auch schon hier außen so eine Kante hinkleben. Ich fange an mit diesem Braunton hier in der Mitte. Den habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht benutzt. Den platziere ich direkt hier schön außen hin an das Tape. Und da nehme ich dann auch schon direkt dieses ganz dunkle Grün mit dazu und platziere das dann gleich direkt in den Braunton hier schön mit rein. Und ich blende dann auch immer wieder mal hin und her und nehme mir mal wieder das Braun, dann mal wieder das Grün und mixe die Farben schön durch. Dann nehme ich einfach auch mal direkt diesen lila Ton. Die Mütter werden mich hassen heute. Und platziere den hier vorne hin. Ich möchte halt natürlich trotzdem jetzt hier einen coolen Look mit der Palette schminken, weil die Palette auch einfach dazu einlädt. Das wäre so doof, darauf jetzt zu verzichten, wegen einem blöden Kindergartenfest. Weil ich eh nicht normal aussehe, also macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr. Eigentlich echt traurig, wie viel Gedanken man sich als Mutter machen muss, wie man aussieht und wie man wirkt, nur weil alle anderen Mütter einfach so bescheuert sind.
Ich liebe es. Irgendwie finde ich die Kombi aus diesen drei Tönen gerade mega. Ich nehme jetzt aber auch tatsächlich mal diesen etwas bläulicheren Ton noch mit dazu und gehe damit nochmal mit in das Grün hier unten rein, in den Übergang sozusagen auch zwischen dem Lila und dem Grün. Das heißt, ich habe jetzt Lila, Blau, Grün und Braun auf dem Auge. Jetzt swatche ich euch mal ganz kurz ein paar Töne, aber auch einfach, weil ich mir selber gerade nicht so ganz sicher bin, ich ihn nicht nehmen soll. Das sind die Töne. Guckt euch mal diese Schimmertöne an. Das ist so heftig. Die beiden wirken echt, als wären das gleiche. Aber tatsächlich sind das einfach nur die beiden hier. Und den letzten kann ich gerade gar nicht so richtig swatchen. Der letzte wäre der ganz helle Ton gewesen. Auch diese Swatches, ein Traum. Gut, der eine, den habe ich jetzt ein bisschen abgekackt. Aber was soll's? Ich werde bestimmt die Swatches vergessen. Und dann bin ich wirklich die Mutter des Jahres. Aber gut, jetzt wo ich hier das geswatcht habe, finde ich sogar die beiden Blautöne sehen sogar sehr unterschiedlich aus. Also ich meine, klar, es sind halt schon trotzdem zwei Blautöne, aber ich glaube, man sieht trotzdem ganz gut den Unterschied. Ich hätte halt so krass Bock auf diesen einen lila Ton, den ich euch gerade gezeigt habe. Ich möchte aber halt auch unbedingt euch die andere Palette noch zeigen. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt erstmal hier die Klebe abmache. Jetzt dachte ich mir, ich mache jetzt erstmal kurz mit dem Concealer weiter, weil ich dann den unteren Wimpernkranz vielleicht besser direkt an den oberen anpassen kann. Jetzt nehme ich den Concealer und der ist, glaube ich, bei sogar, ist der bei 30 oder bei 70%? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Jetzt habe ich ihn nicht auf den richtigen Stapel gestellt. Aber der ist auf jeden Fall auch reduziert und den finde ich auch ganz gut. Den hatte ich zu einer Höchstzeit, glaube ich, 4 oder 5 Mal da, weil er auch in mehreren Mystery-Boxen mit drin war. Und jetzt blenden wir den einfach mal aus. Ich habe hier übrigens so eine Farbe, die so leicht ins Pinke geht und die ist perfekt. Also die wirkt zwar im ersten Moment zu hell, aber dadurch, dass sie so pink ist, gleicht sie richtig gut meine Augenringe aus. Also ich finde tatsächlich auch, ich wirke viel frischer. Diese Übergänge könnt ihr eigentlich echt immer mit einem Schwamm oder mit eurem Foundation Brush nochmal verblenden. Das mache ich generell immer so. So, Concealer ist aufgegeben. Jetzt machen wir weiter mit den ganzen Schimmertönen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, erstmal in die Shimmer Saga Palette zu gehen und würde dann tatsächlich erstmal diesen Ton hier oben aufgeben und zwar direkt in den Innenwinkel. Und ich habe keine Ahnung, ob das gut funktioniert. Auch weil ich jetzt einfach hier nichts Dickiges habe, außer ein bisschen noch der Concealer. Hat auch eine gute Qualität und lässt sich tatsächlich sehr gut auch mit einem Pinsel aufgeben. Was ich vor allem bei so Innenwinkel-Highlights wirklich auch wichtig finde, dass das geht, weil da kommt keiner mit seinen fetten Wurstfingern rein, wenn wir mal ehrlich sind. Also zumindest ich nicht. Finde ich cool, passt jetzt auch ganz gut zu oben. Ich finde, oder ich bin gerade am Überlegen, ob ich oben vielleicht sogar komplett matt lasse. Mal gucken. Bevor ich jetzt aber weitermache und mir noch eine weitere Farbe aufgebe, an den unteren Wimpernkranz, möchte ich euch noch etwas zeigen, wofür es bis zu 70% geben soll. Und zwar sind es die Danessa Myricks Produkte, diese Kajalstifte, die heißen ja Infinite Chrome Micro Pencil. Und ich dachte erst, die sind mega klein, aber eigentlich geht's voll klar. Diesen hier hatte ich ja in der Mystery Box bekommen mit Maxim. Das ist so ein, ja, goldigerer Ton. Ich persönlich werde den wahrscheinlich nicht so oft benutzen, aber es ist schon cool, den da zu haben, falls ich doch mal Bock drauf habe. Ich finde nur jetzt ehrlich gesagt, zu dem Look würde der jetzt, ja, wobei er würde zu dem Braun passen, aber ihr wisst ja. Ich habe zwar ein Kindergartenfest, aber ich will trotzdem übertreiben. Ich habe mir dann jetzt auch den hier zuschicken lassen in der Farbe Amethyst. Ich kann sowas so schlecht aussprechen. Und das hier ist der Ton, so ein Lila. Ich finde, das passt jetzt ganz gut zu dem Look. Deswegen gebe ich mir den mal kurz hier so an den unteren Wimpernkranz. Ja, es schimmert halt so lila, bläulich, würde ich sagen. Ich finde, das sieht gerade richtig cool aus. Also es passt wirklich sehr, sehr gut mit oben zusammen. Ich glaube aber tatsächlich, ich würde dann von der Saga-Palette lieber nochmal den hellsten Ton hier oben nehmen. Und damit dann vielleicht als Highlighter, den sieht man jetzt so schlecht, weil ich so viel geswatcht hatte auf dem Handrücken. Auf jeden Fall sieht er so auf dem Finger aus und den könnte ich mir echt gut dann als Highlighter vorstellen, weil ich habe jetzt auch keinen... Ah doch, ich habe noch extra Highlighter. So schwierig. Egal, wir gucken dann gleich mal, wenn wir soweit sind. Ich nehme jetzt einfach so einen relativ fluffigen kleinen Pinsel und gehe dann damit eben in diesen Ton hier außen. Und den platziere ich jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen drüber. Ich glaube, ich mache das aber auch tatsächlich nur so mittig. Dabei belasse ich es jetzt. Ich finde es richtig cool. Richtig, richtig cool. Weil ich euch jetzt noch einen Ton aus der Shimmer Saga Palette zeigen möchte, gehe ich noch in diesen hier oben. Die scheint mir ein bisschen fester gepresst zu sein. Und die platziere ich jetzt hier in diese Lücke. Das ist jetzt wirklich so die Lücke zwischen dem Innenwinkel Highlight und dem Liesl Cosmetics Lidschatten. Die funktionieren so geil. Also diese Palette ist für mich wirklich
ein neuer Goldschatz in meiner Schminksammlung. Und das, obwohl ich sie eigentlich die ganze Zeit nicht haben wollte, weil ich es total unnötig fand, so eine kleine Palette mit 4 Schimmertönen zu holen. Aber ich kann auf jeden Fall jetzt gerade den Hype darum verstehen. Und zu guter Letzt gehe ich dann noch in den letzten Ton, den ich euch noch nicht gezeigt habe. Und zwar die Farbe Love. Das ist so ein etwas pinkigerer Ton. Den möchte ich jetzt einfach auch nochmal so hier außen aufgeben. Und ich finde, es verbindet sich auch alles gerade richtig gut, weil halt auch die Qualität der gesamten Schimmerlidschatten, die ich heute benutzt habe, wirklich bombastisch ist. Bin ich richtig zufrieden mit. Vor allem, weil es jetzt unten schimmerig ist und oben matt. Ich lasse es auch tatsächlich so. Ich werde jetzt oben kein Schimmer mehr aufgeben und das mache ich super, super selten. Gut, dann würde ich jetzt auch sagen, wir machen schon weiter. Bevor wir an die ganzen Face-Produkte kommen, zeige ich euch jetzt noch eine Mascara und zwar die Vicious Mascara. Die ist auch bei den 30% mit drin und die gebe ich mir jetzt auf. Meine Wimpern lassen sich damit halt gerade mega schwer durchkämmen, weil ich so viel Wimpernklebereste in meinen Wimpern habe. Aber die Mascara ist eigentlich richtig gut. Die gehört echt zu einer meiner Liebsten. Und dennoch finde ich auch, man sieht etwas. Es ist halt nur so, die sind jetzt halt nicht schön aufgefächert, weil da eben Wimpernkleber überall dazwischen ist. Dann arbeite ich jetzt noch mit einer weiteren Palette. Und zwar einer Liner-Palette. Denn mir fehlt noch ein schöner schwarzer Eyeliner, damit ich meinen Wimpernkranz dann verdichten kann. Beziehungsweise auch für die Fake-Wimpern, die ich mir noch aufgeben werde. Und aus dieser Palette werde ich dann natürlich den schwarzen Ton nehmen. Ihr könnt erkennen, ich habe mich richtig gut ausgetobt. Und die habe ich ja jetzt auch erst bekommen bei der Maxim-Box. Und ich sprühe dann einfach immer ein bisschen Wasser dahin und mische mir dann sozusagen meine Töne selber zusammen. Ich mag das tatsächlich, wenn sie nicht mehr so arg nass sind, weil mich das sonst immer so behindert. Dann ziehe ich mir jetzt einmal ganz kurz einen schwarzen Liner damit. Ich habe mir jetzt schon mal Wimpern aufgeklebt, nachdem ich mir den schönen schwarzen Eyeliner gezogen hatte, was man auch ganz gut da vorne sehen kann. Was ich aber einmal erwähnen möchte, weil ich glaube, das wird immer so ein bisschen von allen anderen YouTubern falsch dargestellt. Also diese Liner-Palette ist nicht wasserfest. Ihr müsst nämlich bedenken, ihr rührt es ja auch mit Wasser an. Also die ist zum Beispiel nicht tränenfest. Wenn ihr wirklich krasse Looks macht und ihr seid dann irgendwie auf einer Hochzeit und heult dann wird das auch verlaufen. Also entweder ihr mischt es dann eben nicht mit Wasser an und zum Beispiel mit einem Setting Spray oder so. Wobei ich da nicht ganz sagen kann, ob das dann so eye safe ist, falls ihr den Liner zu flüssig macht und es dann ins Auge läuft. Aber das ist nicht wasserfest. Also manchmal liege ich oder schlafe mit meinem Make-up mittags mal ein bisschen und bei mir fängt dann immer automatisch das Auge an zu drehen auf der Seite, wo ich liege. Und dann verläuft es auch tatsächlich, wenn ich damit was geschminkt hatte. Nur mal so, damit ihr das gehört habt. Jetzt machen wir aber auch weiter. Denn ich habe hier einige Face-Produkte, aber eins davon ist neu und das möchte ich definitiv testen, weil ich das auch jetzt erst zugeschickt bekommen habe. Ich hatte das tatsächlich davor noch nicht und wollte es jetzt unbedingt haben. Und zwar ist es der LH Cosmetics Bronzer und den werden wir jetzt aufgeben. Und zwar diese Farbe hier. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, die Farbe Luminous. Und dann gehe ich da auch einfach direkt mit so einem Pinsel rein und gebe mir den einfach hier mal direkt hin. Das gefällt mir sehr gut. Das lässt sich gerade super soft und weich ausblenden. Das gefällt mir gerade wirklich sehr, sehr gut. Ich mag ja auch diesen Overbronzed Look. Also wenn es etwas gibt, worauf ich persönlich im Alltag nicht verzichten kann, dann ist das Bronzer. Weil es mir hier einfach so einen schönen Effekt zaubert. Und das finde ich, mag ich zum Beispiel bei Blush auch nicht. Also generell Blush ist nicht mein Ding. Vor allem dann auch wieder im Sommer. Im Winter finde ich das wieder in Ordnung. Aber im Sommer mag ich das nicht, weil das dann immer so wirkt als, keine Ahnung, würde man schwitzen und gleich umkippen, wenn man zu viel Blush drauf hat oder auch generell einfach Blush. Weil ich finde, man wird eh, wenn man dann anfängt, ja draußen sich zu bewegen und abzugeben in der Hitze, wird man sowieso schon automatisch röter. Da finde ich, dass ein Blush das tatsächlich nur noch verstärkt. Ich werde es jetzt heute mit aufgeben, auch wenn es jetzt wirklich kontraproduktiv ist, dafür, dass ich dann den ganzen Abend draußen verbringe, aber egal. Also dafür, dass auch voll viele meinten, der wäre schimmrig oder so, ja, eben glänzend auf der Haut, dass er halt so einen Schien hinterlässt, finde ich eigentlich volle Kanne, dass es geht. Ich kriege nur irgendwie gefühlt immer eine Seite viel schöner hin als die andere. Das nervt mich jedes Mal. Aber mir gefällt es richtig gut. Ist ein richtig schönes Finish und mir gefällt es einfach. Also das ist wirklich voll mein Ding, den werde ich auch definitiv weiter benutzen. Wenn nicht, hätte ich euch dann einfach den Nabla gezeigt, aber den kennt ihr und ihr seht auch, wie abgenutzt der bei mir ist. Also da ist die Schrift fast weg. Wobei ich sagen muss, auch da bin ich im Alltag eher faul und mache dann meistens so Foundation. Ich zeige euch aber dafür jetzt den Blush und da gehe ich aber mit dem gleichen Pinsel rein, weil das macht für mich persönlich den schönsten Blend tatsächlich. Das verschmilzt sich dann immer schön mit dem Bronzer, wenn man den gleichen Pinsel benutzt. Ich werde tatsächlich doch nicht mehr die Shimmer Saga Palette benutzen, sondern den ganz üblichen Nabla Highlighter in der Farbe Ozone, weil ich habe jetzt schon 3 Töne aus der Shimmer Saga Palette und von dem hier halt eben nicht. Und den gebe ich mir jetzt hier hin. Ich liebe diese Farbe übrigens. Das ist für mich
eine der besten Highlighter-Farben, die ich in meiner Schminksammlung habe. So, und jetzt bleibt uns auch gar nicht mehr viel übrig, außer Lippenprodukte. Und da habe ich jetzt hier tatsächlich die Lip Shaper von Nabla dazu genommen. Und da würde ich jetzt einfach mal ganz spontan, ich glaube, auf den Ton hier zurückgreifen. Der ist ein bisschen rosiger als die anderen. Und den gebe ich mir dann auf. Die sind übrigens butterweich und soft und so schön cremig. Also den kann man auch tatsächlich als gesamten Lippenstift auftragen. Werde ich jetzt aber nicht tun, denn ich möchte euch hier noch diese Behind Jelly Lipsticks zeigen. Und das ist die Farbe Sublime. Und den gebe ich jetzt einfach mal mit drüber. Und der geht jetzt halt natürlich in die etwas bräunlichere Richtung, was jetzt aber natürlich auch klar war. Deswegen habe ich diesen etwas rosigeren Liner aufgegeben, damit es jetzt nicht ganz zu braun-orange wirkt. Und was auch noch mit in dem Sale mit drin wäre, wäre dieser hier. Der war ja auch in der Maxim-Box mit drin. Und dann haben wir tatsächlich auch schon alles. Ich würde sagen, ich übergebe dann jetzt weiter an die Abschluss-Katja. Und so, gerade eben habe ich euch natürlich den Look gezeigt und geschminkt. Genauso wie ich euch jetzt alle Infos zu diesem riesigen Geburtstags-Sale gegeben habe. Ich bin super happy. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Shoppen. Schaut gerne in die Infobox und vergisst auf gar keinen Fall meinen Code KATJA10, damit ihr nochmal 10% on top sparen könnt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder bei einem neuen Video. Vielen Dank fürs Reinklicken. Tschüss!